Hallo ihr Lieben, hier ist eure Frau Zimi, diesmal mit einem kleinen Unboxing-Video für meine lieben Unboxing-Freunde. Ich hab's endlich in meinen Händen. The Legend of Zelda Skyward Sword, die Limited Edition Pack, ja, inklusive goldfarbener Wii-Fernbedienung Plus und The Legend of Zelda Musik-CD, das ist eine Orchestra-CD, natürlich das Spiel The Skyward Sword ist auch mit dabei. Dann wollen wir das Ganze doch mal uns näher angucken. So, ich habe natürlich wieder mein Messer parat. Da schneiden wir doch mal die Seitenteile mit auf. Und jetzt machen wir mal auf und schauen, was sich drinnen befindet. Ja, ich ziehe es einfach mal raus. So, fällt wieder die Hälfte runter, egal. Ist nur Pappverpackung. Da fallen mir erstmal die Batterien auf für die Wii Motion Plus Fernbedienung. Das ist sehr cool, dass welche dabei sind. Und hier ziehe ich auch gleich raus. Das ist die goldene Wii Motion Plus Fernbedienung. Sehr edel gemacht. Ich nehme sie jetzt nicht aus dem Silicone Case. Ja, ich finde es eigentlich ganz schick. Schön golden. Zum Spielen werde ich wahrscheinlich das Case abmachen. Das gefällt mir gar nicht so. Also ich mag keinen Silicon Case, ja. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ja, die liegt gut in der Hand, ist halt eine typische Fernbedienung für die Wii halt mit Zelda-Logo drauf. Ja, hier haben wir noch ein paar Beschreibungen, Gesundheitshinweise und so ein Kram. Interessiert eh keinen. So, jetzt habe ich hier eine ganze Menge in der Hand. Ich lege jetzt einfach mal das beiseite. Dann fangen wir erstmal hiermit an mit dem Spiel Zelda The Skyward Sword. So sieht das Ganze von der Seite aus mit dem Aufdruck. Ja, hier von hinten, da steht ja nicht besonders viel drauf. Schade eigentlich. So, wenn ich das jetzt aufmache, klar, rechts befindet sich wieder die Spiele-CD. Und hier habe ich eine ganze Menge Beschreibung, die nehme ich mal raus und zeige es euch auch mal alle. Wollt ihr ja immer sehen, alles was da drin ist. Ganz klar, hier die Gesundheitshinweise. Hier dann halt noch ein paar Produktinformationen, was es noch alles für die Wii gibt. Ja, gut, stecken wir mal wieder rein. Interessiert nicht sonderlich. So, das fällt mir hier so ein rotes Ding auf. Gratis, okay. Ich weiß nicht, was es ist. Da steht an der Seite The Legend of Zelda Skyward Sword drauf. Und da ist ein Pin zum Freirubbeln, aber es wird wahrscheinlich für den Sternekatalog sein. Für den Club Nintendo Sternekatalog. Ihr könnt euch beim Club Nintendo online registrieren und Sterne sammeln und die gegen Preise und Prämien umtauschen sozusagen. So, hier ist noch eine Hülle mit einer Menge Sachen drin. Ich fange mal unten an, es fällt mir alles so entgegen hier. Das ist einmal hier The Legend of Zelda, die Orchestra-CD. Gut, hier an der Seite steht noch, man soll sie nicht in die Wii legen. Das spielt nicht ab in der Wii, sondern nur im normalen CD-Player. Okay, eine Orchestra-Musik-CD. Die 25th Anniversary Edition. Oh Gott, was ein Wort. Ja, hier die Bedienungsanleitung zum Spiel, wie macht man was, ja. Ja, natürlich in verschiedenen Sprachen. Das ist ein riesen dickes Heft, sonst hatte ich auch noch nicht in der Hand. So eine riesen Spielbeschreibung, recht dick. So, hier habe ich noch ein schwarzes Heftchen in der Hand. Legend of Zelda 25th Anniversary Symphony. Ja, hier sagen die Producer ein bisschen was zu der 25-jährigen Geschichte von Zelda. Hier ist einmal Miyamoto. Hier ist noch ein hübsches Gruppenfoto von den Entwicklern von Zelda im klassischen Triforce-Stil. Ganz cool gemacht. So, das war The Legend of Zelda Skyward Sword für die Nintendo Wii. Das Limited Edition Pack kriegt ihr alles zusammen für rund 70 Euro, zum Beispiel bei Amazon. Das war's von mir, eure Frau Zimi. Haut rein und möge das Triforce mit euch sein.